Rhein-Main-Kompass wird Ihnen präsentiert von der Frankfurter Sparkasse und der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Herzlich willkommen zu einem neuen Rhein-Main-Kompass. Unser Thema heute: Mamas Kasse, der Wirtschaftsfaktor Privathaushalt und die Rhein-Main-Wirtschaft. Es ist bekanntermaßen ein Glaubensstreit unterschiedlicher Volkswirtschaftskonfessionen. Was sorgt am ehesten für den Wohlstand der Nation? Angebot oder Nachfrage? Kaum ein Ökonom würde noch bestreiten, dass es auf die richtige Mischung ankommt. Dennoch schlägt das Pendel mal in die eine, mal in die andere Richtung aus. Angesichts der europäischen Krise wurde zuletzt immer wieder die Bedeutung der Investitionen betont, also die Frage nach den milliardenschweren Ausgaben der Unternehmen. In Deutschland sollen sie zum großen Teil auf den Export ausgerichtet sein. Vor allem in Ländern wie Frankreich oder Italien hält man das für falsch. Dort fordert man, dass hierzulande mehr auf Mamas Kasse, also auf die Ausgaben der Privathaushalte, geachtet werden sollte. Wie wichtig ist die private Nachfrage für die Wirtschaft in Rhein-Main? Wie stabil ist der Konsum in der Region? Diesen Fragen geht der Rhein-Main-Kompass im November nach. Maike Dickhaus und Birgit Winkler haben einmal geschaut, wie es eigentlich dem Einzelhandel in der Region derzeit so geht. Das Konsumklima war gut. Die Verbraucher gaben das Geld wieder mit vollen Händen aus. Das bestätigte auch die neueste GfK-Konsumklimastudie. Nachdem jedoch die deutschlandweite Konjunkturerwartung in den beiden letzten Monaten drastisch eingebrochen war, stabilisierte sie sich im Oktober nur langsam. Gegenüber dem Vormonat zeigte sich mit einem Minus von 0,1 Punkten nahezu unverändert. Auch Jochen Rutz, der ein Modegeschäft im hessischen Friedberg betreibt, spürt die verhaltene Stimmung bei den Konsumenten. Bei uns hier im Geschäft merken wir eine zurückgehende Frequenz. Das heißt, wir müssen uns deutlich mehr anstrengen als in den Jahren zuvor, um die Leute hier ins Haus zu bekommen. Wenn sie denn da sind, sind sie glücklich, wir können sie gut beraten, sie lassen sich gut beraten, sie kaufen gerne ein und gehen froh nach Hause. Grund der Zurückhaltung: die zahlreichen internationalen Krisenherde in der Ukraine, Syrien oder dem Irak sowie der Ebola-Epidemie sorgen für Verunsicherung. Die Folge: die Verbraucher überlegen zweimal, ob sie ihr Geld in den Kaufhäusern, Modeboutiquen oder im Elektronikmarkt lassen. Der Konjunkturexperte Peter Kühnel von der IHK Darmstadt sieht die Situation hingegen optimistischer. Die Verbraucher verfügen gerade über nennenswertes Einkommen. Der Beschäftigtenstand ist sehr, sehr hoch. Viele Leute sozusagen haben eine Beschäftigung, halt eben verdienen auch ordentlich, gerade in Südhessen. Und also dieses Geld kommt natürlich auch mal direkt, mal indirekt beim Einzelhandel an. Eine gewisse Planungssicherheit und das niedrige Zinsniveau stützten die Konsumneigung zusätzlich. Die Haushalte sparen sich nicht zu Tode gewissermaßen. Die Frage ist halt eben, in welche Handelsformate sozusagen geht das Geld halt eben. Ist der stationäre Einzelhandel oder halt eben sind es Formen des E-Commerce halt eben diese etwas bequemere Variante von zu Hause aus. Wir wissen, dass der Einzelhandel, der stationäre, der klassische Einzelhandel, das Thema E-Commerce sehr auf dem Radar hat. Also es verfolgt dieses Thema mit großer Aufmerksamkeit. Und also nicht wenige Einzelhändler haben einen Online-Shop aufgebaut gewissermaßen. Machen damit keine schlechten Erfahrungen. Und das müssen sie auch, denn in diesem Jahr werden Amazon und Co. erstmals einen Anteil von mehr als 9% am Gesamtumsatz des deutschen Einzelhandels erreichen. Bis 2020 werde der Anteil auf 20% klettern. Trotzdem bleiben die Einzelhändler erstmal entspannt. Wir hoffen, dass die Tendenz in den nächsten Monaten deutlich anzieht oder spürbar anzieht, im Gegensatz zu den letzten Monaten. Die Rahmenbedingungen sind, glaube ich, wirklich gut. Spritpreise bleiben hoffentlich niedrig und wir gucken, dass einfach die Leute jetzt wieder mehr Lust kriegen, einkaufen zu gehen. Und schließlich kommt ja bald auch schon wieder das Weihnachtsgeschäft. Tja, eben noch in unserem Beitrag und jetzt zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, Jochen Rutz, geschäftsführender Gesellschafter von Mode Rutz in Friedberg. Und ich freue mich, heute eine Frau in der Runde begrüßen zu dürfen. Sie ist die Chefvolkswirtin der Helaba. Herzlich willkommen, Dr. Gertrud Traut. Es ist natürlich ganz klar, der Einzelhandel, der ist in Bezug auf den privaten Konsum sicher einer der Hauptfaktoren. Jetzt ist die Frage erstmal, ist denn dieser private Konsum, Frau Dr. Traut, tatsächlich als die Stütze der regionalen Konjunktur anzusehen? Der private Konsum macht einen Großteil des Sozialprodukts aus. In Deutschland sind das 56%. Und wenn wir dann die regionale Entwicklung anschauen, also wir sehen Hessen
ein Land mit einem Sozialproduktanteil von nur 7,5% hat aber eine Wertschöpfung von 8,6%, also überproportional. Und wenn wir dann in die Region gehen, also in unsere Region, die macht 70% des hessischen Sozialprodukts aus. Also wir sehen schon, das Entscheidende in Hessen passiert tatsächlich hier. Und dann ist der Konsum ganz wichtig und eine große Stütze für die Konjunktur. Jetzt muss ich natürlich direkt nachfragen, woran liegt das denn? Das ist direkt unsere Region, ist die diese 70% quasi zu diesem Gesamttopf dazu gibt. Also das Entscheidende sind die Unternehmen und die Bevölkerung. In Südhessen, also wir sehen das als die Region Südhessen, sind sehr viele Unternehmen, die sehr viele Beschäftigte haben. Da, wo die Unternehmen sind, arbeiten die Menschen und die Region ist attraktiv. Viele wollen auch hier wohnen. Wir sehen Zuzug in diese Region ganz, ganz stark, auch aus anderen Regionen. Also hier möchte man sein, weil es attraktiv ist, weil man auch schön einkaufen kann, aber weil man natürlich auch gute Jobs hat. Weil man schön einkaufen kann. Ich habe es gerade schon erwähnt, natürlich ist der Einzelhandel wirklich ein ganz, ganz großer Faktor hier in der Region. Jetzt ist es aber so, man sagt eigentlich, die Kauflaune, die war ja ganz enorm in den letzten Monaten. Aber gerade jetzt hat man das korrigiert und hat gesagt, die Leute sind vorsichtig geworden. Und der Einzelhandel hat einen ganz enormen Einbruch gehabt. Was glauben Sie, Herr Rutz, woran liegt das? Also das zu ergründen ist schwer. Also wir sind teilweise wirklich, oder ich bin auch teilweise einfach ratlos. Haben die Leute noch in die Sommerferien entlassen mit einer recht guten Stimmung. Und jetzt gerade im Textilbereich, den ich ja gut beurteilen kann, hat der Herbst nicht wirklich angefangen. Hm. Ja. Ist das die Witterung, weil es zu warm ist, oder worauf kann man das zurückführen? Also ich glaube, auf die Witterung ist allein zurückzuführen, das wäre zu einfach. Das mag mal über eine Woche, vielleicht auch 14 Tage Sinn machen, so eine Konjunktur oder eine Mikrokonjunktur zu erklären. Aber aus meiner Sicht kommen andere Faktoren hinzu. Jetzt muss man ja auch noch sagen, Sie sind ja heute nicht nur Gast quasi als Mode-Roots, sondern Sie sind ja auch im Einzelhandelsverband tätig, zum einen als Schatzmeister und ich glaube im Regionalverband sind Sie der erste Vorsitzende. Also Sie gucken ja auch ein bisschen auf die anderen Unternehmen in der Region. Wie würden Sie denn deren Lage einschätzen? Also ich würde vielleicht noch mal grob unterscheiden zwischen dem täglichen Bedarf, also mal konkret Lebensmitteleinzelhandel noch mal rausgenommen. Da sind die Konjunkturverläufe immer noch mal ein bisschen anders, weil ja keiner jetzt irgendwie groß hungern kann oder da auf irgendwas anders verzichtet wird unterm Strich als eben im Bereich Textil, Schuhe, Elektronik, wo der Konsum mittelfristig stattfindet. Ja. Und in diesem Bereich, den ich eben da gut überblicken kann, ist es Land auf Land ab, auch über Hessen hinaus, momentan eine schwierige Lage. Insbesondere was die Frequenz in den stationären Einzelhandelsläden betrifft. Also wir kriegen die Kunden schwieriger eben auf die Fläche zu uns. Jetzt haben wir Unternehmen wieder befragt in den vergangenen Wochen. War natürlich nicht nur der Einzelhandel dabei, es waren insgesamt 407 Unternehmen, die befragt worden sind. Und unsere erste Frage war, wie denn tatsächlich dieser private Haushalt hier gewertet wird für den Konsum. Wir schauen uns die Auswertung einmal an. Die Bedeutung der privaten Nachfrage für das Rhein-Main-Gebiet wurde allgemein mit sehr hoch, 33%, oder eher hoch mit eben 58% bewertet. Ein eher niedriger bzw. sehr niedriger Einfluss wurden lediglich von kumulierten 8% der befragten Manager und Unternehmen erwartet. Es ist so, dass, wie ich das schon gesagt habe, natürlich der Einzelhandel da ganz vorne steht, Gastronomie, die Immobilien und auch die Unterhaltung, Tourismus, das sind alles so Sachen, die genannt worden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es jetzt nicht gerade der Einzelhandel ist, wenn es jetzt ein anderes Unternehmen ist hier in der Region, inwieweit könnte für dieses Unternehmen dann dieser private Haushalt tatsächlich relevant sein? Können Sie das einschätzen, Frau Dr. Traut? Also der private Konsum ist der Konsumtreiber und viel wichtiger als der Staatskonsum. Und in der Summe, wie gesagt, 56% des Sozialprodukts, das heißt mehr als die Hälfte. Das Entscheidende ist, der private Konsum ist deutlich stabiler als die anderen Komponenten. Und das wird oft vergessen, entwickelt sich seit Jahren in Deutschland
stetig bergauf, während gleichzeitig der Einzelhandel relativ verliert. Also es gibt diese Diskrepanz zwischen Konsum und Einzelhandel. Vor ein paar Jahrzehnten war der Einzelhandel noch mit über 30% die wichtigste Komponente. Jetzt gibt es andere Komponenten, also ich nenne nur mal Reisen oder dann auch Gastronomie oder irgendwelche anderen Ausgaben, die wir tätigen. Also der Einzelhandel muss sich gegen andere Ausgaben behaupten und im Einzelhandel, das hat ja auch der Beitrag gezeigt, da gibt es noch die Konkurrenz durchs Internet, die Konsumgewohnheiten ändern sich. Deswegen der allgemeine Trend vom privaten Verbrauch und zum Einzelhandel muss nicht immer identisch sein. Und wir sehen, der private Konsum ist die Stütze. Während die anderen Größen relativ volatil sind, hat der private Konsum sich in Deutschland stetig nach oben entwickelt. Und wir sind keine Konsummuffel mehr, obwohl die Franzosen oder die Italiener das immer behaupten. Jetzt haben Sie gerade das Internet angesprochen. Ist das tatsächlich was, Herr Rutz, was Sie merken, dass die Leute gerne auch mal Mode im Internet bestellen? Ist das ein Riesenproblem für Sie? Sehen Sie das so? Nee, wir merken es auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Wir merken ja auch, dass Kunden in den Laden kommen und schon sehr genau über das Produkt, das sie interessiert, Bescheid wissen. Mitunter vielleicht sogar mehr Bescheid wissen als die Menschen, die es verkaufen sollen auf der Fläche. Also der Kunde und die Kundin, die informieren sich schon sehr gut. Und dann ist natürlich der Schritt zum Kauf auch nicht mehr der große. So. Nichtsdestotrotz sehen wir momentan wirklich gute Chancen in dieser Verknüpfung online mit stationär. Mhm. Ja, weil dann doch viele Leute sagen, jetzt durchaus auch im Textilbereich, ich möchte es nochmal anprobieren oder ich möchte es mal anfassen in den anderen Bereichen oder ich möchte es ausprobieren. Wenn es vielleicht Elektronikartikel sind, ist die Handhabung wirklich so einfach, wie es in der Beschreibung steht? Oder sieht das irgendwie anders aus? So, und das zu verknüpfen, das wird, glaube ich, die interessante Zukunft werden. Oder da glaube ich sehr stark dran, dass man stationär auf, ja, letzten Endes das Angebot online zurückgreifen kann. Also sagen kann, ich habe das, was du genau brauchst, zwar nicht gerade hier, aber ich kann das letzten Endes online für dich bestellen und du kannst es jetzt hier gleich auch möglicherweise bar bezahlen. Da gibt es mittlerweile auch Untersuchungen zu, die ein doch nicht zu verachtendes Potenzial darin sehen, dass Kunden gerne online kaufen würden, aber auf jeden Fall bar bezahlen möchten. Ja. Und das wird der stationäre Handel im Grunde genommen bieten können, wenn wir uns darauf einstellen, diese Komponenten etwas mehr miteinander zu verknüpfen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass man das tatsächlich sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite so miteinander verknüpft. Was mich jetzt nochmal interessiert hat, war, wie denn die Unternehmen wirklich direkt jetzt in den Unternehmen, wir haben ja vorher in der Region gefragt, wie wichtig ist denn da der private Haushalt, aber jetzt auf die Unternehmen direkt bezogen, das haben wir jetzt auch nochmal gefragt. Das ist natürlich auch wieder klar, wenn man einen Einzelhändler fragt, für den ist das ganz, ganz wichtig, der private Haushalt bzw. der private Konsum. Die folgende Grafik finde ich aber jetzt ganz interessant, denn die zeigt, wie unterschiedlich eigentlich die Unternehmen auf die Kaufbereitschaft reagieren. Es sind nämlich insgesamt 18% die Angaben, dass die private Nachfrage einen eher sehr hohen Einfluss hat. 23% bewerten den Einfluss als eher hoch. Und dieser Einschätzung standen jetzt 16% bzw. 20% der Befragten gegenüber, die einen eher niedrigen oder einen niedrigen Einfluss der privaten Nachfrage auf die Geschäfte ihres Unternehmens sahen. Und es gibt sogar einen deutlichen Teil, der überhaupt gar keine Angaben machen konnte. Woran liegt das denn jetzt? Das ist relativ einfach, weil ich vermute, Sie haben Unternehmen jeglicher Art gefragt. Richtig. Und da waren vermutlich Unternehmen dabei, die Investitionsgüter machen, irgendwelche Maschinen, Schrauben oder Ähnliches, die von anderen Unternehmen gefragt werden und nicht Privatpersonen. Da sagen wir, weiß ich nicht, was der private Konsum für eine Rolle spielt. Ich mache Investitionsgüter für andere Unternehmen. Deswegen hätte man eigentlich die dann trennen müssen und nur die Fragen, die tatsächlich direkt am privaten Konsum hängen und nicht die andere Unternehmen beliefern. Wir haben es nochmal getrennt. Ich wusste, dass Sie sowas in der Art sagen würden. Denn die Handwerksunternehmen, die sind stark durch den privaten Konsum beeinflusst und beispielsweise das verarbeitende Gewerbe, die nämlich nicht. Ja. Die Handwerksunternehmen auch wieder, aber ist es nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ihnen im Einzelhandelsverband wahrscheinlich ja eher nicht, aber vielleicht wissen Sie es einfach so aus der privaten Umfeld. Ich weiß bei mir aus dem privaten Umfeld, dass die Handwerksunternehmen tatsächlich auch Probleme haben mit Internet, dass da ganz viele Angebote quasi gebucht werden können,
das Bad kostet dann halt keine 10.000 Euro mehr, sondern kostet nur noch 6.000 Euro. Haben Sie sowas auch schon gehört in der Art, dass es da für die Handwerksunternehmen auch schwierig wird? Naja, also ich glaube, wie Sie eben auch schon gesagt haben, aus dem privaten Umfeld hört man das dann schon. Man kann ja zumindest mal vergleichen. Ich meine, das sind ja, wenn ich heute konsumiere, Handel oder irgendwas und mir einen wirklich konkreten Produkt aussuche, kann ich ja die Preise in aller Regel relativ leicht vergleichen. Bei einer Handwerksleistung wird es manchmal schwierig oder bleibt es auch letzten Endes bis zum Schluss schwierig, weil was ist nachher auch eine gute Leistung? Also, aber nichtsdestotrotz denke ich, klar, das Internet wird vor keiner Branche massiv Halt machen. Also wer da irgendwo sein Feld sieht und findet, wird da tätig sein. Ein Aspekt für die große Kauflust der Deutschen ist ja auch der Zuwachs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Wir haben im Moment so wenig Arbeitslose wie seit wirklich ganz, ganz langer Zeit nicht mehr. Also in Beschäftigungsverhältnissen hat man natürlich dann eventuell auch mal das nötige Kleingeld, um ein bisschen was zu investieren. Wir haben gefragt, wie sich denn in diesen letzten 4 Jahren die private Nachfrage in den Unternehmen entwickelt hat. Das schauen wir uns an. Da sehen wir, dass in 10% der Unternehmen die private Nachfrage sogar überproportional gestiegen ist. Im gleichgerichteten Nachfrageentwicklungen beschrieben 17%, 6 gingen von einer unterproportionalen Zunahme aus und die mit 37% anteilsmäßig größte Gruppe der Befragten vermochte überhaupt keine Veränderung der privaten Nachfrage sehen. Das heißt, wir haben eine überwiegend stabile private Nachfrage in den vergangenen 4 Jahren und sind aber trotzdem irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast gerade. Woran könnte das denn noch liegen, dass die Deutschen wirklich sagen, ich bin jetzt aber mal ganz, ganz vorsichtig und ich will gar nicht so viel Geld ausnehmen? Ich gebe jetzt mal das Stichwort Krise in die Runde. Also ich bin ein bisschen vorsichtig, dass wir auf dem absteigenden Ast sind. Also wir haben eine konjunkturelle Abschwächung. Die hatten wir in den letzten 4 Jahren aber schon einmal. Das hat den privaten Konsumenten überhaupt nicht interessiert. Das war nur der Industriezyklus, der bei Investitionen und Exporten eine Rolle gespielt hat. Privater Konsum ist durchgelaufen, weil die Beschäftigung gestiegen ist, weil die Inflation niedrig war, also real verfügbares Einkommen weiter gestiegen. Und wir erwarten, dass das auch im nächsten Jahr weiter ansteigt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir diesen letzten Monat nicht überbewerten sollten, weil der Einzelhandel sehr, sehr stark schwankt, was das Wetter betrifft. Ich würde dem auch eine größere Bedeutung geben als Ihnen. Wetter, Ferien, das zusammengenommen. Und vielleicht ist der nächste Monat schon wieder überproportional stark. Und was im Moment halt auch helfen sollte, der gefallene Benzinpreis, wo man dann jeden am Ende des Monats sieht, ach, da ist ein bisschen mehr übrig geblieben und dann kann ich dann doch vielleicht mal ein paar neue Schuhe oder Kleider zusätzlich kaufen. Also das mit dem absteigenden Ast, das würde ich insbesondere für den privaten Konsum nicht so sehen. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, das hatten wir ja im Vorgespräch kurz mal besprochen, dass ja der Herbst wirklich relativ warm ist und dass deswegen die Winterjacken natürlich noch an den Ständern hängen und die dicken Pullis noch in den Regalen liegen. Glauben Sie denn, das wird aber trotzdem die Kauflust noch kommen, dass die Herrschaften sich die Winterkollektion doch noch in den Schrank hängen? Ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Wir haben ja auch immer wieder gute Licht. Also wir sind ja wettertechnisch jetzt schon mal ein bisschen verwöhnt worden von den Temperaturen, dass es doch knackig wurde, gerade wenn man morgens mal rauskommt. Das merken wir bei solchen Produkten wie Jacken, die man draußen anzieht, dicke Pullover, schon ganz klar, dass die Kunden die Erfahrung machen müssen, es wird jetzt kalt und dann kaufen die wirklich doch noch relativ nah am Bedarf. Das ist schon so. Also insofern denke ich, haben wir noch gute Chancen, zumal wirklich die Kollektion, wenn ich jetzt zu Textil reinschaue, diesen Herbst leicht verständlich sind. Also wir haben schon Jahre gehabt, wo man gesagt hat, okay, die Mode, jetzt wird es aber schwierig, das den Leuten zu verkaufen, dass sie das auch wirklich gut... Naja, also es gibt einfach, das kann ja ganz einfach bei einem Muster anfangen. Ein graumelierter Pullover ist sicherlich wesentlich leichter auch zu verstehen für die Kundin und für den Kunden. Ja, den kann ich über
die nächsten 2-3 Jahre problemlos anziehen, als wenn es ein auffälliges Indianermuster ist oder so. Das ist zwar schön, dass die Designer sich das ausgedacht haben, das mag auch Liebhaber finden, aber in der Menge das dann an den Mann oder an die Frau zu bringen, wird schwierig. Also insofern glaube ich, die Sortimente sind den Herbst wirklich gut und auch gut verständlich und insofern auch gut verkäuflich. Ja. Ich glaube schon, dass wir die Krisen weltweit in verschiedensten Formen, wurden ja auch im Beitrag schon eben angesprochen, schon uns zurzeit etwas treffen. Weil natürlich der Verbraucher ja auch da kurz reagieren kann. Also wir kämpfen ja schon seit langem, ich sag mal, auch gegen das ganze Thema Freizeit an. Was mache ich in der Freizeit? Gesundheit, Wellness. Da sind es ja aber oftmals Jahresverträge, die ich abgeschlossen habe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, oh, ich will mal ein bisschen Konsum zurückhalten, da mache ich es schon mal nicht, weil der Vertrag läuft sicherlich noch bis zum Jahresende oder je nachdem, wann er ausläuft. So. Und ob ich meinen Stammtisch in der Woche absage, weil ich sage, ich habe gerade schlechte Laune, weiß ich auch nicht. Der baut ja dann eher noch auf. Ich glaube schon, dass es da schnell dazu führen kann, dass man sagt, ich bleibe aber heute mal zu Hause, ich gehe nicht wirklich konsumieren im Einzelhandel. Aber ich bin sehr wohl bei Ihnen, das kann auch nächste Woche schon wieder anders aussehen. Also ich glaube, da kippt die Stimmung gerade im Einzelhandel und gerade bei diesen Investitionen oder bei den Käufen, eben die nicht in den nächsten 14 Tagen verbraucht werden, sondern die ich mir für ein Jahr oder länger oder ein halbes Jahr kaufe, da kippt das schon relativ schnell die Stimmung um und das kann auch dann wieder deutlich besser aussehen. Sie haben jetzt auch gerade noch mal die Krisen angesprochen. Das ist auch eine Frage, die wir gestellt haben, nämlich inwieweit die Krisen denn die regionale Wirtschaft quasi beeinflussen. Wir schauen uns erstmal kurz die Auswertung an. Denn entgegen der aktuellen Einschätzung, dass die geopolitischen Krisen die wirtschaftliche Entwicklung entfernter Regionen und Länder eintrüben, sprachen sich 64% der befragten Manager und Unternehmen sprachen diesen Krisen keinen besonderen Einfluss zu. Nur 34% der Befragten schätzten den Einfluss solcher Krisen auf die Neigung zur privaten Ausgabe als stark oder eher stark ein. Jetzt ist es so. Eine Krise kommt natürlich bei jedem irgendwie ein bisschen unterschiedlich an. Ich habe mir natürlich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, ich selber bin jetzt Vermieterin. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass meine Mieter alle mit Gas versorgt sind, ne, damit sie schön die Heizung anmachen können. Wenn jetzt in der Ukraine-Krise sich die Lage zuspitzt und der Gashahn zugedreht wird, habe ich ein Problem. Das heißt, ich bin da wirklich vorsichtig und sage, ich gebe jetzt mal nicht so viel Geld aus, vielleicht gerade für Wellness oder sowas, weil das ist ja sowas, was man sich gerne noch mal so abspart. Ich bin sehr erstaunt darüber, dass so wenige das tatsächlich als jetzt kritisch eingesehen haben. Wie sehen Sie das denn, Frau Dr. Traut? Also mich überrascht das Ergebnis überhaupt nicht, weil diese Krisen tatsächlich überbewertet werden mit dem Effekt auf uns und insbesondere auf den privaten Konsum. Also wir sehen natürlich Effekte, was Russland, Ukraine betrifft, mit den Sanktionen für die Unternehmen, die nach Russland exportieren. Aber interessanterweise, wenn wir jetzt Öl und Gas nehmen, viele hatten ja erwartet, dass der Ölpreis stark steigen würde. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Und wir Ökonomen haben auch darauf hingewiesen, dass das Letzte, was passieren würde, ist, dass uns Russland den Öl- und Gashahn zudreht, weil das ein Selbstmord wäre. Und deswegen gibt es schon so Einzelbeispiele, dass sie sagen, ich mache mir Gedanken. Aber der eine oder andere sagt euch, warte mal. Und dann sieht man plötzlich, Öl und Gas wird billiger. Und dann bleibt mehr über und in der Summe sind diese Effekte tatsächlich dann erst relevant, wenn sie richtig kosten. Also nicht die Erwartung, sondern wenn der Öl- und Gaspreis steigen würde, dann ist das natürlich schon wichtig, weil es die Kaufkraft schmälert. Und das ist jetzt genau umgekehrt eingetreten und deswegen überrascht mich die Umfrage gar nicht. Also wie gesagt, ich war wirklich erstaunt. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das, Herr Ruth? Ist das für Sie eigentlich auch klar? Ist weit weg oder denken Sie, das ist ein bisschen näher dran alles? Ich glaube schon, dass es teilweise unterschiedlich ankommt. Da müssten wir jetzt bitte mal gucken, wer in der Stichprobe komplett mit drin ist. Und natürlich sind viele Gewerbetreibende oder viele Unternehmen zunächst mal und vielleicht ja auch auf lange Zeit absolut unbetroffen davon. Ja. Nichtsdestotrotz meine ich zu spüren, dass bei dem einen oder anderen Endverbraucher zumindest unterbewusst jetzt doch in den letzten Wochen sehr viele Negativmeldungen vielleicht
das eine oder andere auslösen. Aber ich bin da auch nicht der Verfechter, der jetzt sagt, ich habe hier aber ständig Leute, die sagen, und deswegen kaufe ich nicht. Nee, das ist ein Gefühl und da mag nachher die Zahl vielleicht auch einfach mehr aussagen, als das, was man so fühlt. Also. Ich würde ganz gerne noch mal den Bogen spannen. Wir hatten zwischendurch auch immer mal so kurz angesprochen, dass es ja die Möglichkeit gibt, auch online zu bestellen. Ich persönlich unterstütze sehr, sehr gerne die regionale Wirtschaft. Das heißt, wenn ich eine neue Brille kaufe, dann gehe ich zum ortsansässigen Optiker oder ich gehe auch ins ortsansässige Kosmetikstudio oder kaufe also tatsächlich die Waren vor Ort und bestelle relativ wenig im Internet. Wie handhaben Sie das, dass wir das vielleicht noch mal so als Abschluss nehmen? Und vielleicht auch ein bisschen als Anreiz, die regionale Wirtschaft so ein bisschen zu unterstützen. Herr Rutz, wie halten Sie das? Ich glaube, letzten Endes bin ich da fast ein ganz normaler Verbraucher. Ja, wir setzen ja selber auf den Trend, regional zu unterstützen. Natürlich hast du deine Sachen, die du gerne regional platzierst, wo du einkaufen gehst oder wo du sagst, ich bestelle das da. Gerade auch das Thema, wir hatten es gerade, Handwerkerleistung. So, und auf der anderen Seite leben wir natürlich in einem Zeitalter, wo du jetzt den Wunsch hast, irgendwas zu bekommen und du vielleicht gar nicht weißt, ob das in der Region zu haben ist oder du willst es einfach schnell haben und dann sitzt du auch mal im Internet und dann klickst du vielleicht auch mal irgendeine Bestellung durch. Also, wie ist das bei Ihnen, Frau Dr. Draut? Also ich bin also ein ganz klein bisschen altmodisch. Also ich mag gerne die Kleidung anfassen, richtig, also wie Sie gesagt haben. Also ja. Und ich möchte es dann auch gleich mitnehmen. Oder wenn was mal gekürzt werden muss, dass es dann auch gleich gemacht wird. Auch ein Buch mag ich gerne noch anfassen. Aber zum Beispiel Handwerkerleistungen. Ich lasse gerade diverses renovieren und ich lasse das von Handwerkern von vor Ort machen. Aber das Waschbecken habe ich mir im Internet ausgesucht und habe das liefern lassen. Und das baut jetzt der Handwerker vor Ort ein. Okay. Also ich glaube schon, dass der Internettrend zunehmen wird. Und wir müssen ja auch sehen, die jüngere Generation, die ja viel, viel wichtiger ist für die Zukunft, hat ganz andere Präferenzen. Und ich glaube, da wird Internet noch eine viel größere Rolle spielen. Und damit muss man dann zurechtkommen und insbesondere auch die Händler. Wie eigentlich in vielen Fällen die gesunde Mischung, die macht es aus. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Draut, Herr Rutz, dass Sie heute meine Gäste waren. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Die kompletten Ergebnisse, die finden Sie wie immer auf der Homepage der Frankfurter Sparkasse. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und bis dahin bleiben Sie uns treu. Tschüss. Rhein-Main Kompass wurde Ihnen präsentiert von der Frankfurter Sparkasse und der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen.